Oh. Ja, haben Sie das gesehen? Ja. Aber Ihr Terminchef. Ach ja. Ah. Hm. Können wir jetzt, meine Herren? Der Mega Drive. 16-Bit-Power. Sega Games People Play. Hier stimmen Qualität und Dynamik. Das wünsche ich mir von Ihnen auch, meine Herren. Ja, hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von und mit eurem Gameblamer. Ja. Hi. Und heute habe ich hier wieder ein Schätzchen für euch. Ich muss das eben mal abmachen. Und zwar habe ich das festgemacht. Mein Gott. Und zwar, ja, der Konkurrent zum Super Nintendo aus dem Hause Sega. Und zwar der Mega Drive. Das allererste Modell. Richtig geiler Kasten, richtig geiles Design, finde ich super. Ich verstehe es gar nicht, warum die nachher noch den Mega Drive 2 nachgehauen haben, weil das ist doch, das sieht doch hammergeil aus. Wir bringen heiße Action, Spitzensport und schrille Abenteuer. Ich meine, wenn jemand jetzt kommt mit seinem Super Nintendo, dieses lange, graue, hässliche Ding, dann sagt man, ah, guck mal hier, ich hab... Und dann sagst du, ja, schau mal, was ich hier hab. Super geil. Ich muss mal eben, Moment, zeigen, das ist zum Vergleich. Ich habe hier ja alles 5000-fach. Zum Vergleich, das ist der Mega Drive 2. Ist im Grunde fast dieselbe Hardware drin, nur halt auch kompakter. Und man hat ja am Sound, so wie ich das im Internet immer lese, ich selber höre den Unterschied da nicht so raus. Am Soundchip rumgewerkelt, da hat man nicht mehr diesen satten Stereo-Sound angeblich. Das ist nämlich eine Besonderheit hier. Und zwar kann man hier den Sound für die Kopfhörer, die man hier unten anschließen kann, kann man manuell verstellen. Lauter, leiser. Welche Konsole hat das schon? Habe ich vorher noch nie irgendwo gesehen. So, und ja, hat RGB-Output. Es hat ein RGB-Signal. Da kann man mit dem SCART-Stecker an den Fernseher gehen. Top-Bild. Ich habe aber leider dieses Kabel nicht. Und wir haben auch schon einen externen Anschluss für, ja, irgendwelche Erweiterungen. Ja. Was willst du denn hier? Wissen, wie's geht. Ich habe den bis jetzt noch nicht gebraucht, den externen Stecker, und wir haben einen normalen Antennen-Out. Ich habe es natürlich wieder gemoddet, dass ich da Composite anschließen kann. Also gelb, rot, weiß. Und ja, was macht den Mega Drive so besonders? Also erstmal natürlich wieder die Exklusivspiele, die es dafür gibt. Sonic geht immer. Hier hat man übrigens auch noch einen Expansion-Slot. Kann ich mal eben aufmachen. So. Ist auch noch schön abgedeckt hier mit dem roten Dingen, damit da kein Staub oder Korrosion oder irgendwas entsteht bei der Platine. Da kann man nachher den Sega CD anschließen, den ich in einem extra Video mache. Ich habe ja alles hier, auch den 32X. So, Moment, wieder zumachen. So, schließen wir das ganze Ding einfach mal an. So, ich mache es hier über meine Composite-Anschlüsse, weil wie gesagt, Antennenkabel habe ich hier in den seltensten Fällen an den Fernsehern und... ein RGB-Kabel dafür habe ich leider nicht. So, als erstes fangen wir mal an. Hier einfach nur ein Mega Drive-Spiel. So in etwa sehen die aus. Die von Electronic Arts sahen immer ein bisschen anders aus als die Standard-Module. Zack, rein. Und Fire Up, also anmachen. Und da sehen wir schon, das ist ja, normal. Gucken mal, wie laut habe ich das. So, und hier seht ihr schon, da ich das über Composite habe, ich habe das auch noch hier über diese laut-leise-Dingens angeschlossen. Ich kann hier die Lautstärke verändern. Oder halt am Fernseher mit der Fernbedienung. Aber das ist ja schon cool, an der Konsole selbst lauter und leiser machen zu können. Weil früher hat man ja noch quasi die Konsole vor sich stehen gehabt, so wie jetzt. Und nicht wie heutzutage bei den Playstations, dass die 10 Meter von einem wegstehen oder sowas. Ne, so konnte man einfach, wenn man die Fernbedienung jetzt nicht gefunden hat, ging man an den Mega Drive und hat... Zschupp, fertig. So einfach ist das. Ja, das ist schon mal eine richtig coole Sache. Reset-Knopf haben wir natürlich auch. Gucken wir mal kurz rein.
Road Rash. Super geil. Andere Motorradfahrer einfach vom Motorrad kloppen, wenn man Bock hat. So muss ein Motorradrennen sein. Ich hasse diese MXGP und was weiß ich, MotoGP Spiele, die heute rauskommen. Das ist alles Pillefitz. Ja, eine Besonderheit ist allerdings, und das hat das Super Nintendo, glaube ich, niemals gehabt. Das Super Nintendo hat ja den Super Game Boy gekriegt, damit man Game Boy Spiele drauf spielen konnte. Aber Sega hat sich gesagt, das können wir besser. Jetzt muss ich mal eben kurz drüber wischen. Wir machen als erste unsere Spiele, unsere Konsole backward-kompatibel. Das war, soweit ich weiß, die erste Konsole, die rückwärts-kompatibel war. Das heißt, Master System-Spiele auf dem Mega Drive spielen zu können. Sega Master System 2, radically serious fun. Und dafür hat man das hier gehabt. Das war ein Aufsatz, den musste man extra kaufen, ähnlich wie beim Super Nintendo mit dem Super Game Boy. Und hier konnte man die Cartridges reinmachen von dem Master System, beziehungsweise Master System 1 hatte auch noch so Karten. Die hatten Spiele auf Karten, die konnte man hier reinschieben. Und so war alles abgedeckt. Man konnte sich einen Mega Drive holen mit dem Ding und hatte zwei Konsolen in einem. Ich stecke das jetzt mal hier drauf, um das zu demonstrieren. Habe ich hier Thunderblade für das Master System. Stecke das mal hier oben rein und hoffe jetzt auf Anhieb, dass die Kontakte gut sind und das Ganze funktioniert. Machen wir mal an. Thunderblade. Zack, da haben wir es. Ja, Master Systeme auf dem Mega Drive. Das war revolutionär. Eine Zeit lang hat man es ja auch gesehen bei lauter neuen Konsolen. So musste das früher sein. Eine Zeit lang hat sich das ja dann eingebürgert, dass alle Konsolen immer backward-kompatibel waren. Und ja, irgendwann, jetzt in dieser Generation, ist das leider irgendwo verschütt gegangen. Finde ich schade, weil Backward-Kompatibilität, auch wenn man jetzt nur so einen Zusatz kaufen müsste, sagen wir mal, die würden jetzt sagen, okay, ihr könnt PlayStation 3 Spiele auf der PlayStation 4 spielen, wenn ihr jetzt ein Zusatzmodul kauft, was ihr vorne reinsteckt, einen USB-Stick oder sowas für 30 Euro oder sowas. Würde ich sofort machen. Dafür kann ich die PlayStation 3 wegkloppen. Ja, also bitte, ne? Appell an Sony und Microsoft, diese Generation, macht da was, weil dieses PlayStation Now ist echt für den Arsch. Und ja, das ist der Mega Drive 1, beziehungsweise der Mega Drive 2. Mache ich nochmal ein extra Video, obwohl der sich nicht jetzt so viel davon abhebt, aber ich finde, dem gehört nochmal extra ein Video gewidmet. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt doch in die Kommentare, wie ihr an den Mega Drive gekommen seid. Übrigens, ich habe in meiner Kindheit nie die Finger an einen Mega Drive gekriegt, weil alle ein Super Nintendo hatten. Ja, muss ich jetzt leider sagen. Ich hoffe, das Video hat euch aber trotzdem gefallen. Wie gesagt, schreibt es in die Kommentare, wie ihr mit dem Mega Drive in Kontakt gekommen seid, ob oder ob nicht. Und wie ihr die Spiele fandet, was eure Lieblingsspiele waren, interessiert mich mal. Und ja, dann bleibt mir jetzt nur zu sagen, ich wünsche euch noch einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, wie spät es auch mal bei euch sein mag. Stay tuned, euer Game Blamer. Ciao. Sega TV! Hi, das ist Sega TV. Wir bringen heiße Action, Spitzensport und schrille Abenteuer. Was willst du denn hier? Wissen, wie es geht. Ganz einfach mit dem Mega Drive. Der Mega Drive ist der Schlüssel zu Sega TV und zu Jurassic Park. Das dinomäßige Videospiel zum Film. Don't zap. Sega TV!